So, zwei Sachen. Mir geht's langsam wieder besser. Hörte wahrscheinlich auch. Bin zwar immer noch ein bisschen verschnupft, aber Gott sei Dank, das war echt nicht lustig und ich habe keine Ahnung, was es war. Zweitens, wir sind auf dem Weg zum Hotel. Denn ich habe mich entschlossen, ich werde doch für ein paar Nächte mal ins Hotel gehen. Zum einen zum Ausschlafen und zum anderen, es kommt jetzt der Sturm rein. Der soll sehr wahrscheinlich jetzt die Nacht hier Florida betreffen. Und wie stark es jetzt wird, das kann man halt immer noch nicht so ganz abschätzen. Aber einfach, um mal sicher zu gehen, die Hotels haben hier natürlich alle einen Generator. Das haben wir in unserem Apartment nicht. Und ist natürlich blöd, wenn man dann mehrere Stunden oder vielleicht auch Tage mal im Dunkeln sitzt und im Warm. Und ja, wie gesagt, ich habe mir gedacht, ich nutze die Chance auch einfach, um mal auszuschlafen. Wir sind auf dem Weg zum Hotel. Ja, wir sind auf Universal Property. Wer hätte das gedacht? Und sind jetzt, glaube ich, so 2-3 Minuten. Da müssten wir da sein. Wir fahren jetzt gerade unter der Hub drunter her. Wenn ihr schon mal hier wart, wisst ihr sehr wahrscheinlich, wo ich gerade bin. Das Wetter geht im Moment noch. Wobei, wenn ich jetzt gerade ausgucke, da kann man schon sehen, dass es relativ dunkel wird. Also es soll auch ab heute Nachmittag dann spätestens anfangen zu regnen. Stürmisch soll es werden. Und ich bin mal gespannt, das ist dann unser erster Tropical Storm, wo wir zumindest in Florida wohnen. Wir waren schon mal hier, auch im Universal, während Hurricane Nicole. Und ich glaube, als Ian durchgegangen ist, waren wir auch da. Kriege das aber nicht mehr ganz zusammen. Aber da waren wir auch hier im Hotel, ist alles gut gegangen. Aber einfach, um da sicher zu gehen, dass wir mit Essen versorgt sind, weil wenn kein Strom da ist, können wir natürlich auch nichts kochen. Und einen Gasgrill dürfen wir hier ja nicht haben, leider. Und deswegen werden wir einfach mal gucken, dass wir da einchecken und uns da ein paar schöne Tage machen. Die haben auch eine Bowling Alley mit dabei, einen riesen Food Court. Je nachdem, wie das Wetter ist, können wir natürlich auch relativ schnell in die Parks reingehen. Und der Vorteil ist, in dem Hotel, was wir sind, ist direkt neben Volcano Bay. Und da können wir natürlich dann auch nochmal reingehen. Auf der linken Seite ist jetzt das Sapphire Falls und das Aventura Hotel, aber wir biegen rechts ab, denn wir sind im Cabana Bay eingebucht. Mal eben gucken, dass wir zum Einchecken kommen, damit ich weiß, auf welchen Parkplatz ich nachher fahren muss. Also die haben hier um dieses runde Ding in der Mitte ein paar Parkplätze, aber auch so ein Short-Term-Parkplatz für 30 Minuten, damit man eben einchecken kann. Und dann kriegt man gesagt, weil das eben sehr, sehr groß ist hier, die Property, auf welchem Parkplatz man fahren kann. Parken kostet die Nacht, ich glaube, 21 oder 28 Dollar. Das ist halt einfach so. Da gibt es auch keine Ausnahme für. Die muss man halt einfach bezahlen. Bei den teureren Hotels sind es, glaube ich, sogar über 30 Dollar die Nacht. Müsste ich aber nochmal nachgucken und euch mit einblenden. Aber erstmal gucken, dass wir hier irgendwo parken können. Der will uns wahrscheinlich einweisen. Hi, good morning, folks. Morning. We're checking in. Checking in? Awesome. So welcome to Cabana, guys. For check-in parking, you can park anywhere here in the front if you see a spot available. If not, back at the first stop sign, make a left turn. You can park behind our lobby here. Das ist der Bus, sehr wahrscheinlich vom Flughafen, ja genau. Der hat eben die Gäste abgesetzt. Also es gibt auch ein Superstar-Shuttle, das euch vom Flughafen abholt. Ich glaube, das sind irgendwie so 30 Dollar pro Person. Müsste ich auch nochmal genau nachgucken, ist einfach jetzt schon so lange her. Ist aber relativ günstig. Und weiß nicht, ich nehme das lieber als ein Uber. Jetzt hat er gesagt, wir sollen hier mal gucken, aber hier ist kein Parkplatz frei. Fahren wir einmal kurz über den Short-Term-Parkplatz und ansonsten hat er uns noch einen dritten Spot genannt, wo wir parken können. Also scheinbar relativ gut besucht. Das da vorne ist ein Avis-Parkplatz. Doch, da ist einer. Sogar zwei. Rechts, links. Ich glaube, der ist hier größer. Einmal eben drehen, das ist doch wunderbar. Da brauchen wir auch nicht ganz so weit latschen. Das letzte Mal waren wir ja hier, als wir auf Apartmentsuche waren. Da waren wir auch hier vorne in dem Building mit drin. Mal gespannt, wo wir diesmal hinkommen. So, erstmal anstellen zum Einchecken.
Unser Zimmer ist fertig. Ich habe euch das ja schon mal in einem anderen Video gezeigt. Es ist jetzt zwar ein anderes Zimmer, aber es ist gleich aufgebaut. Wir haben zwei Queen-Betten mit dabei. Eine kleine Uhr ist mit dabei. Wir haben ein Standard-View, wobei der irgendwo mehr oder weniger auf dem Pool ist. Fernseher ist natürlich auch mit dabei. Hier unten ist ein Mini-Fridge noch mit drin, ein paar Schubladen. Ja, zwei kleine Stühle und ein kleiner Tisch. Wenn man hier rausguckt, das ist eben der Weg zum Pool. Nichts Besonderes, aber dafür war das Zimmer eben relativ günstig. Ich habe jetzt die Nacht für 129 Dollar bekommen. Und das ist eigentlich ganz in Ordnung. Normal sind die Zimmer teurer, aber dadurch, dass ich einen Annual Pass habe, sind die natürlich günstiger. Waschbecken mit dabei, Handtücher, Föhn. Da unten sind noch ein paar Handtücher. Und natürlich das Badezimmer. Ist eine Dusche mit dabei, ein Klöchen. Und euer Waschzeug, das ist das VO5. Ist so ein bisschen Retro-Zeug. Nicht ganz mein Geruch, aber ja gut, wir haben unser eigenes Shampoo-Gedöns, was wir mitnehmen. Hier ist ein Schrank. Bügelbrett ist mit dabei. Nochmal extra Bettzeug. Und ganz hinten ist nochmal ein Safe. Bügeleisen darunter und etwas, um eure Koffer abzustellen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir heute hier gut schlafen können. Hoffentlich ein bisschen ruhiger als bei uns im Apartment. Und ja, wie das mit dem Sturm weitergeht. Da kann ich natürlich hier auch schön rausfilmen. Durch die ganzen Palmen und sowas. Gehen wir einmal nochmal komplett rum. Kann man das dann natürlich auch gut sehen. Meine Nase ist immer noch etwas verschnupft, wenn ihr das hört. Wobei, richtig Schniefnase hatte ich eigentlich nicht. Aber naja, man kann sehen, dass es draußen schon etwas dunkel wird, hat da vorhin schon ein bisschen geblitzt. So, ich habe mir das Bett hier ausgesucht. Mal gucken, wie es ist. Schuhe aus. Ja. Also schön weich. Ich mag das nicht, wenn die Matratzen ganz so hart sind. Von daher, also ich finde es bequem. Ich denke mal, dass wir gleich noch ein bisschen was essen gehen. Ob wir jetzt hier im Bayliner Diner essen gehen oder vielleicht noch im Park gehen, müssen wir sehen. Ansonsten, an sich könnte ich hier liegen bleiben und eine Runde pennen. Was wolltest du denn gleich noch essen gehen? Eine Idee? Vielleicht beim Kaufisch oder sowas? Oder wollen wir im Diner hier gucken? Ich bin satt. Okay. Ich meine, nach Volcano Bay könnte ich natürlich auch noch rübergehen. Ich habe ja da auch eine Jahreskarte für. Ist, keine Ahnung, 3 Minuten von hier entfernt zu Fuß. Und noch ist das Wetter in Ordnung. Ich bin mal gespannt, wie schlimm es wird. Ich hoffe mal nicht so stark. Der Sturm hat sich auch so ein bisschen verlagert. Von der werden wir einfach mal sehen. Aber da kann ich euch ja hier aus dem Hotelzimmer ein bisschen was zeigen, wie es aussieht. Also, du hast keine Lust, jetzt irgendwie was essen zu gehen oder im Park zu gehen? Nö. Dann machen wir was zusammen. So, ich bin prompt eingeschlafen, als ich mich hingelegt habe. Bin immer noch recht müde. Es ist jetzt kurz vor 5. Eigentlich wollte ich eventuell zum Wimpis gehen. Das hat sich erledigt. Der macht nämlich in 10 Minuten zu und das schaffen wir nicht mehr. Außerdem hat meine Tochter ihre Eintrittskarte zu Hause vergessen. Das heißt, wir fahren auf jeden Fall nochmal eben nach Hause und holen die, damit wir in den Park reingehen können. Und da müssen wir gucken, ob wir beim Kaufisch was essen, ob wir vielleicht im Leaky Call drin was essen. Ich hätte gern irgendwie ein bisschen Fleisch eigentlich. Und ja, aber erst müssen wir nochmal nach Hause. Ja, es hat jetzt auch noch angefangen zu regnen. Ich versuche gerade vom Parkplatz runterzukommen. Die vor mir kommt aus irgendeinem Grund nicht raus. Das wir gleich mal sehen. Ist natürlich blöd, wenn wir jetzt noch im Park gehen wollen. Ich sag mal, bis zum City Walk ist jetzt kein Problem. Das geht. Aber in den Park rein muss man auf jeden Fall einen Regenschirm mitnehmen. So, mal gucken, ob ich rauskomme. Ja, Problem. Geht wieder nicht. Tap your room key at the bottom right corner. Thank you for your business. Ah. Geht doch. So. Mal sehen, dass wir hier jetzt wieder runterkommen. Dann werden wir wohl noch einen nassen Hintern bekommen. Wer weiß nicht, wohin fährt, dann fahre ich. Geradeaus haben wir jetzt das Sapphire Falls Hotel.
das Aventura und das Cabana Bay haben eigentlich nur Busmöglichkeiten, um in den Park zu kommen. Das Sapphire Falls hat Boote. Die sind direkt mit dran und auch Busse. Nur so als Info. So, mal schauen, dass wir hier da rauskommen. Ich hoffe mal, dass der Regen gleich nochmal aufhört oder zumindest nicht so stark wird, dass wir ja noch vernünftig da zum Essen hingehen können. Zumindest seht ihr noch ein bisschen was von der Universal Property dann jetzt. Auf der rechten Seite ist jetzt noch, irgendwas. Auf der rechten Seite ist jetzt das Royal Pacific Hotel. Da waren wir auch noch nie drin. Das ist auch eins der Premier Hotels. Das heißt, da bekommt man dann auch ein Express Pass. Also alle, die in der Party mit dabei sind, für die komplette Dauer des Aufenthaltes. Kommen wir jetzt gleich dran vorbei und ansonsten fahren wir jetzt erstmal relativ geradeaus auf die Parkgarage zu und naja, wir müssen auf jeden Fall jetzt erst, wie gesagt, einmal kurz nach Hause. So, da sind wir wieder. Karte haben wir geholt. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Hotel. Das heißt schon eigentlich die letzte Ampel vorm Hotel. Und dann werden wir im Park reingehen, was essen. Und ich habe auf jeden Fall noch vor, Süßigkeiten zu holen. Denn irgendwo habe ich heute, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr nachmittags gepennt habt und ihr braucht dringend was Süßes? So geht es mir gerade. Aber auch erst irgendwo was Richtiges auf der Gabel. Von daher, Honey Dukes wird auch noch dran glauben müssen. Muss mal gucken, da sind noch einige Sachen, die wir noch nie probiert haben. Würde mich aber sehr interessieren und dann werden wir auf dem Zimmer noch da einen kleinen Food-Review machen. Hier ist jetzt das Wassertaxi vom Sapphire Falls, aber es ist so lang, die Line, um reinzukommen, ist noch bis aus dem Security-Dingens raus. Wir laufen. Wir kommen unterwegs jetzt auch noch gleich bei dem Wassertaxi-Anlegeplatz vom Royal Pacific vorbei. Wenn es da nicht so voll ist, dann nehmen wir das Wassertaxi, ansonsten laufen wir eben hin. Ihr könnt das ja sehen, es ist nicht weit. Hier vorne sind schon gleich die Towers. Keine Ahnung, was ist das? 10 Minuten vielleicht. Und guck mal, eine Hochzeit. Machen sie gerade Fotos. Fotograf mit dabei. Und wir haben Glück, das Boot kommt gerade, was jetzt vorbeifährt. Hier vorne, das ist das vom Sapphire Falls. Und da vorne ist dann gleich unser Boot. Wir haben ein paar Leute vor uns, aber da werden wir mit drauf kommen. Überlegt, dass wir nach Kaufisch gehen. Müssen wir gucken, ob wir Sushi essen, Burger oder so. Ich habe schon ganz vergessen zu filmen. Wir haben uns Sushi bestellt. Das ist die California Roll. 3 Stück. Also für jeden 1,5. Ich hatte so großen Hunger. Ich habe schon angefangen. Und ja, ich esse meine mit einer Gabel. Ja, fertig gegessen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hogsmeade. Denn ich möchte ja noch nach Honey Dukes reingehen und ein paar Süßigkeiten holen. Und zwar etwas, was wir bislang noch nicht probiert haben. Jetzt sind wir in Honey Dukes drin. Und ich werde mal gucken, was wir mitnehmen. Ich glaube, dass wir so einen Lutscher oder sowas mitnehmen, was nicht ganz so groß ist. Was ist das denn? Mal gucken. Ein Acid Pop, also irgendwas sehr, sehr Saures scheinbar. Kostet $6. Hoi. Naja, aber den können wir einfach mal mitnehmen. Das würde mich interessieren. Also Bertie Bott's Beans, die werde ich mir klemmen. Die haben wir mal probiert und wir hatten wirklich Kotzgeschmack dabei. Das war nicht toll. Hier so, ja gut, das kennt man natürlich, die esse ich an sich ganz gerne, aber ich glaube, das lassen wir auch aus. So, hier mal gucken, vielleicht diese Fizzing Whisbys, die haben mich immer schon angesprochen, hier vom Aussehen und auch diese Teile.
Die finde ich auch sehr interessant. Mal gucken, was die kosten. 9,95. Das ist mit Ananas und mit Orange dabei. Das kann man ja mal ausprobieren. Jetzt muss ich vielleicht meine Tochter dazu holen, die ein bisschen mithilft. So, gucken wir mal hier mal rein. Oh je. Besser nicht die Ingredients durchlesen. Strawberry Flavor? Mal überlegen. Ich meine, interessant sehen die ja aus. Nochmal drüber nachdenken. Ja, hier einmal gucken. Das sind Chocolate Balls. Strawberry Cream, nee. Strawberry schmeckt meistens immer so künstlich. Hier haben sie einen Schokoladenwand. Das ist jetzt aber auch nicht was, was mich interessieren würde. Schokoladenfrösche hatten wir schon. Die Karten sind natürlich schön, aber die Schokolade mochte ich nicht so. Peppermint Toads kosten, keine Ahnung, steht gar nichts dran. Kosten gar nichts. Ja, ja, schön. Ne, steht überall nichts dran, da muss ich nachfragen. Aber das könnte man sich ja auch nochmal überlegen. Diese anderen, diese Fizzing Wispies, die sollten 11 Dollar übrigens kosten. Fudge Flies. Was steht denn hier das? Das? Dran, was es kostet. Ach, da ganz außen. 10 Dollar, ganz in der Ecke drin. 10 Dollar für die und kann man es da sehen? Ja, die kosten auch 10 Dollar. Diese Crystals, die kennt man ja, die will mich nicht interessieren. Und das Cotton Candy, das sieht auch nicht so schick aus. Schokolade sieht schön aus, aber sehr wahrscheinlich ist es die gleiche wie die Frösche. Saltwater Toffee. Wo ist denn der Preis? Da ist vielleicht auch ein bisschen viel, wenn sie nicht schmecken. Vielleicht haben sie noch irgendwas, wo nicht ganz so viel mit drin ist. Mal hier mal schauen. Das wäre natürlich auch hier was. Ist das nicht das, was Dumbledore immer gegessen hat? Diese Zitronendrops? 25 Dollar. Uiuiui. Dann vielleicht doch lieber das andere. Gucken, ob hier noch mehr ist. Kann man noch mal außen rum gehen. Ne, hier auf der Seite ist noch was. Die Snowflakes, das wäre vielleicht was. Peppermint Flavored Snowflakes. Was kosten die? 8 Dollar. Naja, Melt in your Mouth. Das nehmen wir, glaube ich, auch mit. Cauldron habe ich hier den noch nicht probiert, aber den am Counter, Christin, mochte ich nicht so gerne. Aber das ist mir jetzt auch zu mächtig. Was ist denn das hier noch? Sagt mir gar nichts. Diese Kokosnussdinger, die würde ich jetzt auch nicht unbedingt, weil ich nicht so sehr auf Schokolade, auf Kokosnuss stehe. Nehmen wir das noch mit. Aber was es mittlerweile auch gibt, ist, dass ihr weiße Schokolade als Chocolate Frosch haben könnt. Und ich glaube sogar auch, ja auch Dark. Dark gibt es mittlerweile auch. Und dann eben die normale Milchschokolade. Wir haben uns überlegt, dass wir noch eine Runde auf den Velocicoaster gehen. Denn es ist deutlich nach 4 und mit unserem Annual Pass, den wir haben, das ist der Premier Pass, da haben wir Express nach 4 mit dabei und das heißt, wir können direkt durchgehen. Hier sind die Sachen, die ich jetzt bei Honeydukes gekauft habe. Die Snowflakes, Fudge, diesen Acid Pop Lolli und diese Exploding Bonbons. Ja, würde ich sagen, fangen wir mal an. Aber mit was? Ich tendiere zu den beiden. Nehmen wir erstmal die Snowflakes. Mal schauen. Also irgendwas mit Peppermint Flavored Snowflakes. Ich hatte die noch nicht. So sehen sie aus. Scheint wie weiße Schokolade zu sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob es alles nur Pfefferminz ist. Vorsichtig mal aufmachen. Auf jeden Fall eindeutig Pfefferminz. Also es ist auf jeden Fall weiße Schokolade. Hm.
mit Pfefferminzgeschmack. Also, ich würde sagen, wie das Innere von den After Aids. So schmeckt das für mich. Also diese Füllung innen drin. So. Ich meine, wirklich wie Snowflakes sehen sie nicht wirklich aus, aber ja. Die haben jetzt $8 gekostet. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt vors Gesicht halte. Ja, dann geht's. Wie viel Gramm sind das? Kann man das sehen? 99 Gramm für $8 und hat 170 Calories per Serving. Also ich finde sie eigentlich ganz gut. Warte, ich nehme noch mal eben einen. Der hat jetzt so ein bisschen was drauf. Also mir schmecken sie. Für $8 nicht gerade günstig, aber also die würde ich nochmal kaufen. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal diese Exploding Bonbons. Es scheint welche dabei zu sein, die Orangengeschmack haben und manche, die Ananasgeschmack haben. Aber welche sind, das kann man scheinbar nicht wirklich erkennen. So sieht es jetzt aus. Und das ist eben so ein Ding zum Rausnehmen. Dann sind die alle einzeln da drin. Wer weiß schon, was man jetzt bekommt. Aber ich probiere es einfach mal. Okay. Ist auch weiße Schokolade. Das Ganze im Mund stecke, traue ich mich. Ja, komm. Erstmal nur ein großer Block. Okay. Ist irgendwas Crunchyes drin. Da knallt was. Oh. Pfeffer. Wisst ihr, was das ist? Könnt ihr noch diese. Oh. Oh. Kennt ihr noch diese Schokolade mit diesem Knister, wo es im Mund so poppt? Das ist das. So ist Ananasgeschmack. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Oh. Das ist wie beim Zahnarzt, wenn der pult. Oh. Boah. Boah, ich bin nicht vorbei. Oh. Oh. Please stop. Das will weniger. Oh, jetzt habe ich es am Gaumen. Hilfe. Oh. Oh, ich den Mund auch mal, dann hört man es auch. Ja, wahrscheinlich nicht mit der Kamera. Oh. Please stop. Es ist immer noch, es ist eigentlich aus dem Mund raus, aber irgendwo knallt das immer noch. Ich hab's in der Zähne hängen, okay. Also, oh, bitte aufhören. Oh Mann. Also schmecken tun die Dinger, aber wenn ihr das Knallen im Mund nicht haben könnt, weil das dieses Knacken wie beim Zahnarzt ist, als wenn er was pult, dann solltet ihr die nicht nehmen. Geschmacklich aber in Ordnung. Oh, kannst du mir mal eben eine Flasche zu trinken geben? Boah, es knallt okay. Immer noch. Ja, einfach. Ich muss mal hinterher spulen. Danke. Good luck. Wieso wird es da schlimmer? Oh. Das war interessant. Und es knallt irgendwo immer noch. Aber nicht mehr so schlimm. Ich sage, ein bisschen Acid mal hinterher. Gucken, dass wir das Ding hier aufkriegen. Könnte auch interessant werden, weil der komplett eingeschweißt ist. Ups. So. Irgendwie habe ich es abgekriegt. Das war doppelt in so einem Ding drin. Es ist ziemlich klebrig.
Ich glaube, das riecht nach saurer Apfel. Das läuft da irgendwie runter. Sieht so ein bisschen... Hoffentlich knallt das nicht wieder im Mund. Ist auf jeden Fall sauer. Oh. Das schmeckt aber nicht nach grüner Apfel. Es ist sauer, aber... Boah, das riecht auch so jetzt ganz anders. Wisst ihr, wie das riecht? Ich sag's jetzt nur ungern, aber... Das riecht so wie die Füße von meiner Oma. Und so schmeckt's auch. Also, ganz ehrlich, den will ich nicht nochmal kaufen. Meint ihr, dass das besser wird, wenn man das nochmal probiert? Soll ich nochmal? Sie grinst. Meine Tochter sitzt in der Ecke und lacht sich ein. You're having fun over there. No. Aber besser wird das doch bestimmt nicht, oder? Find out. Einmal. Come on, do it. Ist jetzt ein bisschen anders, aber da hat immer noch ein bisschen Stinkefüße-Geschmack, so wie die riechen. Also ich glaube, das ist nichts für mich. Try one more time. No. Do it. No. Come on. Ich nehme mir erstmal hier vom was hinterher. Das hat zumindest geschmeckt. Und hier. Ja, das ist besser. Also. Den Lutscher will ich nicht nehmen. Für den Preis nimm lieber zwei von denen. Also diese Dinger, Geschmack gut, knallen im Mund, nicht so wirklich. Jetzt muss ich aber gestehen, ich habe Fatsch gekauft. Und zwar alles Butterbierfatsch. Und den habe ich mir extra gekauft für den Fall, dass ich alles andere nicht mag. Dass zumindest irgendwas dabei ist, wo ich das mit runterspülen kann. Mahlzeit. Das ist zumindest frisch. Das merkt er, wenn er noch ganz wie so Knete hat. Gefühl hat. Mm. Also wenn er ganz weich noch ist. Ich weiß nicht, das kann man sehen, wenn ich da eindrücke. Ich kann den also wirklich platt drücken. Könnt ihr das sehen? Vielleicht. Dann ist der relativ frisch. Und je älter der wird, desto härter wird er und mehr so Kristalle hat man das Gefühl, sind im Mund. Schmeckt auch super. Ich persönlich habe den so ein Zwischending zwischen nicht mehr ganz weich, aber auch nicht ganz hart. Aber auf jeden Fall hat es sich gelohnt, was zu holen, mit dem ich auf jeden Fall diesen Lutscher hinterher spüren kann. Also Lutscher nicht nehmen. Ich esse jetzt noch ein bisschen Butterbierfatsch. Ja. Ist auf jeden Fall besser. So, dann würde ich sagen, ziehen wir uns um. Es ist mittlerweile, keine Ahnung, die Uhr habe ich weggepackt, weil die so getickert hat. Ich glaube, es ist irgendwie, wir sind nach 9 losgefahren, weil ja schon die Drohnenshow war. Kurz vor 10 müsste es jetzt sein. Ich sage, machen wir uns fertig, legen uns schlafen. Und vielleicht kann ich jetzt endlich mal eine Nacht durchschlafen. Das wäre doch mal was. Oh, nicht so wackeln, ich stehe nämlich mit auf dem Bett. Und dann gehen wir mal gucken, wie das Wetter morgen wird. Ob das wirklich so schlimm ist, was sie erst angesagt haben. Das hat sich wieder noch ein Stück weiter verlagert. Es kann sein, dass wir nur die Outer Bands mitkriegen. Aber ich habe mir gedacht, better safe than sorry. Und habe hier das Hotelzimmer genommen, weil ich weiß ja auch nicht, wie das dann nachher sich hier so entwickelt. Zumindest wissen wir, dass wir hier Strom haben. Ich sehe gerade die Butterbierbox noch in Sicht. Zumindest wissen wir, dass wir hier Strom haben für den Fall, dass der ausfällt. Und das ist ja dann auch schon unangenehm, wenn man nichts zu essen machen kann und so weiter. Jetzt geht die Klimaanlage an. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört. Und die haben ja hier das Bayliner Diner. Jetzt klingelt auch noch ein Telefon. Ich glaub's nicht. Eine Sekunde. So, jetzt weiß ich nicht, was ich zum Schluss gesagt habe. Aber ich glaube, irgendwas mit dem Wetter, dass wir jetzt gucken, wie es wird. Es soll wohl heute Nacht losgehen.
Und ich hoffe mal einfach, dass es nicht ganz so schlimm wird. Ach so, genau. Dadurch, dass wir dann hier Strom haben, falls der Strom ausfallen sollte. Dass wir hier auf jeden Fall was zu essen kriegen und dass das Bayliner-Diner ja da ist. Das ist so Fast Food eben, aber verschiedene Optionen von Pizza, Nudeln, Burger, ich glaube Chicken und sowas hatten sie mit dabei, aber auch eine Salatbar oder so. Wir lassen uns mal überraschen, Starbucks ist auch mit dabei, da können wir zumindest Croissants holen und dann schauen wir mal, wie es Wetter wird. In diesem Sinne würde ich erstmal sagen, gute Nacht bis jetzt und ich filme noch ein bisschen mit, wenn sich am Wetter was verändert. So dann, gute Nacht. Wir haben uns kurzfristig dann entschlossen, wieder zurück zum Apartment zu fahren. Ich meine, ihr seht, wir sind wieder im Wohnzimmer. Mir ging es auch mehrere Stunden überhaupt nicht gut. Deswegen habe ich jetzt vom Wetter nichts mehr mitgefilmt. Aber vom Regen her, also wir haben Glück gehabt. Es hat zwar teilweise ziemlich heftig geregnet und war auch stürmisch, aber das Schlimmste ist eigentlich an der Westküste runtergekommen. Mir geht es mittlerweile wieder besser und in diesem Sinne will ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Könnt ihr noch diese... Wow. Oh! Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Oh! Wow. Oh, das ist nicht vorbei. Das ist viel weniger. Oh, jetzt ist alles am Gaumen. Hilfe!